Wunderbar. Ja, weiter geht's hier bei Lifestyle mit einem Gast, eben schon kurz angekündigt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Daniel Wagner ist hier, Frontmann, Sänger der Band Frei. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du hier bist, weil ihr habt ja momentan richtig viel zu tun. Am 23. kommt das neue Album und am 22. startet wieder eine große Tour. Ihr seid unterwegs. Die Jungs proben auch momentan hier bei uns in Düsseldorf. Werden wir natürlich gleich auch mal im Video sehen. Aber erstmal zu dir. Ganz interessant finde ich ja bei euch die Kombination. Ganz unterschiedliche Musiker, aber zusammen ergibt es wirklich ein Ganzes. Vor allem auch, wenn man den Background von euch betrachtet. Ihr kommt ja eigentlich aus zum Teil auch wirklich härterem Background, musikalisch gesehen, so fast schon metalmäßig auch. Wie habt ihr überhaupt zusammengefunden euch im Jahr 2011 war es ja? Genau. Also wir kennen uns, wie gesagt, schon seit etlichen Jahren, auch in verschiedenen Konstellationen haben wir schon zusammengespielt, auch mit bestimmten anderen Künstlern einfach als Background-Band. Und wir hatten schon länger die Vorstellung, mal etwas ganz anderes zu machen. Ne? Weil wenn du dich jetzt 15 Jahre in einem gewissen Musikgenre bewegst, Musik ist ja auch immer Emotion, man braucht ein bisschen Abwechslung, man möchte neue Sachen probieren, dass es auch spannend bleibt, denn wenn Musik langweilig wird, das ist genau der Moment, wo man es eben nicht mehr macht. Ja. Und wo man dann Produzent wird oder Manager oder sowas. Er sitzt dahin. Er sitzt mit im Stuhl. Jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, das mal zu sagen, ohne unterbrochen zu werden. Nein, also deswegen hat man einfach mal Bock auf was Neues. Und da man sich einfach kannte und wusste um die Qualitäten der anderen, menschlich wie auch musikalisch, hat es einfach nahegelegen, dass wir das genauso zusammen machen. Ja, wo du eben auch gesagt hast, mit anderen Musikern. Ich meine, ihr seid ja als einzelne Mitglieder, seid auf Millionen Tonträgern ja unter anderem zu hören, bei diversen Künstlern, egal ob es jetzt James Blunt ist, bei dir war es glaube ich auch bei Leona Lewis, Natasha Bedingfield, Sarah Connor, Moose T oder Creator auch, also unglaublich viel. Und das ist halt gerade diese ungewöhnliche Mischung. Aber ihr habt alle zusammen wirklich einen großen Traum und dieser Traum ist, Musik zu machen. Und ihr habt euch auch mittlerweile unglaublich viele Träume auch wirklich erfüllen können in der Zeit. Auf jeden Fall. Also ich habe mal gesagt, als ich, glaube ich, 16 oder 17 Jahre war, habe ich mal gesagt, ich möchte einmal vor 10.000 Menschen spielen, danach kann ich tot umfallen. Und im Jahr 2013 war es tatsächlich so, da haben wir ungefähr 30, 35 Mal vor im Schnitt 15.000 gespielt, manchmal auch 20, 25.000. Also ich hoffe nicht, dass ich morgen tot umfalle, aber oder bloß so, nicht, ja, nein. Auch nicht übermorgen, aber das war tatsächlich, das Jahr 2013 war für uns der absolute Wahnsinn. Diese großen Konzerte, was nochmal was ganz anderes war, als wir dann selber auf eigene Tour gegangen sind in Clubs, so in so 500er Clubs, aber auf einmal sind wir rausgekommen und auf die Bühne gekommen und da haben einfach dann 500, 600 Leute manchmal einfach alle unsere Texte von vorne bis hinten gesungen. Ne? Man hat das irgendwann mal geschrieben, auf ein weißes Blatt Papier hat man Texte geschrieben, hat es dann im Studio aufgenommen und so weiter und man hat kein Gefühl dafür. Dann kommst du da raus und die singen alle deine Texte, das war unbeschreiblich. Das ist schon irre. Und gerade auch das Jahr 2013 für euch war es wirklich sowas von erfolgreich. Eben schon erwähnt, die großen Tourneen, ihr habt unter anderem, wart ihr unterwegs mit Pur, ihr wart Vorband von Unheilig und das waren ja wirklich die Geschichten, wo zum Teil 10.000 oder 20.000 Menschen wirklich auf der Bühne waren. Ich glaube, das erste Mal, wo ihr dann rausgegangen seid, war in der O2 Arena, ich glaube in Hamburg. Mhm. Und wie war dieses Gefühl, dass dann plötzlich über 10.000 Menschen draußen stehen? Ja, es waren tatsächlich sogar, ich glaube, 18.000. Ich bin mir nicht ganz sicher, O2 World, genau. Also ich weiß noch, wie wir hingefahren sind in unserem kleinen, schrottigen Bandbus. Das hat sich jetzt im Glück ein bisschen entwickelt. Jetzt haben wir so einen richtigen Bus, wo man dann schlafen kann, so ein Nightliner. Aber damals war es unser kleiner Bandbus mit Anhänger. Und wir fuhren vor so eine große Arena. Und ich habe gesagt, boah, bin ich froh, das ist jetzt hier das Stadion, das Hamburger Stadion. Ja. Bin ich froh, dass wir heute da nicht drin spielen müssen. Und dann fuhren wir aber um die Ecke und dann stand O2 World drauf. Und dann war klar, dass wir tatsächlich da spielen müssen. Wahnsinn. Und wenn man dann hinter dem Vorhang steht, während hat noch eine zweite Vorband gespielt, also eine Vorband vor uns sozusagen, und als die Kollegen gespielt haben und man hat dann einfach das Publikum gesehen, die Leute, die da draußen auf einen warten oder dem man zumindest dann jetzt gleich mal gegenübertreten muss, da geht einem schon die Düse, ja klar. Das glaube ich. Wir können mal vielleicht ein paar Impressionen uns anschauen. Das war nämlich aus dem Jahr 2013 bei der Unheilig-Tour. Ihr habt ja schöner bei euch schön auf der Seite auch immer so Videoblogs drauf und da sind mal ein paar Bilder gemacht worden bei der Lichter der Stadttour und das war Lorelei, die große Freiluftbühne und da ging es auch echt genau schon da richtig cool. Habe ich gestanden, da habe ich ungefähr da oben gesessen. Du kannst mal kurz, so vor 15 Jahren. Können weiter drüber reden und das genau und das war es nämlich. Du hattest diesen Traum gehabt, da irgendwann mal zu stehen und du hast es tatsächlich geschafft. Ja, und dann steht man da und es ist halt so ein Amphitheater, ne? Das geht ja so ein bisschen steil hoch und man sieht meine Tanzkünste immer wieder hochgelobt. Ja? Und wie gesagt, wenn du da stehst, du hast so eine Wand von Menschen vor dir und wenn die alle gleichzeitig singen oder schreien oder so, das ist schon wie ein so ein großes Monster, was ich da anbrüllt. Das ist schon unbeschreiblich, für mich zumindest. Manche Leute sind da ja nicht so leicht zu begeistern, aber ich hätte mir vor Freude fast... Das kann ich mir vorstellen. Ne? Was bedeutet frei für dich? Für dich ist ja frei wirklich, ist es mehr für dich als eine Band auch.
Ja, es gab ja damals so in der Grundschule immer diese Freundealben, diese Poesiealben, wo man reinschreiben konnte, was ist der Traumberuf. Da habe ich, glaube ich, seit ich 10, 12 Jahre alt bin, ich habe mit 10 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und auch zu singen, habe ich immer reingeschrieben, ich will mal Rockmusiker werden oder Sänger werden oder Gitarrist werden. Meine Eltern haben auch schon Bands gehabt und ich habe wirklich im Proberaum mit denen viel Zeit verbracht. Es gibt auch Aufnahmen, das so richtig auf Magnetband von meinen Eltern, wo ich im Hintergrund schon als Baby zu hören bin, wo ich heule. Und für mich war Musik immer schon das, was ich wollte. So, ne? Ich habe die Schule irgendwie hinter mich gebracht und wollte aber eigentlich nur dann Musik machen. Und das ist für mich tatsächlich die Erfüllung eines Traums, das auf jeden Fall. Ja. Und auch alternativlos, sag ich mal so. Wir werden gleich auf jeden Fall noch viel, viel weiter zu erzählen haben, noch ein bisschen über das erste Album Grenzenlos, für das er ja auch im Jahr 2013 noch wirklich eine große Krönung auch bekommen hat. Aber natürlich werden wir auch gleich über das neue Album sprechen, was ja wirklich am 23. dann auch auf den Markt kommen wird. Hier vorne steht es auch schon, handsigniert Showtime. Werden wir drüber reden, werden mal einen kurzen Blick natürlich auch ins Studio hier in Düsseldorf werfen, Groove Island Studios. Da sind nämlich die Kollegen gerade auf jeden Fall auch von dir natürlich, die ganz fleißig üben. Auf jeden Fall geht ja bald los mit der Tournee, also noch viel, viel mehr gleich hier bei mir mit Daniel Wagner, Frontmann und Sänger von Frei. Und jetzt erstmal bei uns ein bisschen Werbung und Musik und dann geht's weiter mit dem Klickblick.